Cristiano Ronaldo musste sich aus der italienischen Presse einiges anhören nach der Niederlage, beziehungsweise nach dem Ausscheiden gegen Porto. Man hat ja eigentlich gewonnen, aber aufgrund der Auswärtstorregel ist man eben rausgeflogen. Aber einer ging noch viel weiter, und zwar niemand von den Medien, sondern genauer gesagt der Porto-Pressesprecher Fernando Saul. Er sagte Folgendes: Wir haben uns für das, was in Basel passiert ist, an den italienischen Dieben gerecht. Das war wohl eine Anspielung auf ein Pokalfinale aus dem Jahre 1984, was wohl in Basel gespielt wurde. Keine Ahnung, was genau er damit meint. Des Weiteren sagte er: Wir haben uns an dem Schwein Ronaldo gerecht für das, was er im Stadion des Drachen, damit meint er das Stadion von Porto, getan hat. Was für eine stolze Familie, das ist Porto. Jetzt warte ich auf das Video von Dolores und den anderen zahnlosen Familienmitgliedern. Damit spielt er darauf an: Ey, ich habe jetzt Ronaldo beleidigt, jetzt wird bestimmt seine Familie ihn wieder verteidigen. Aus der Vergangenheit, immer wenn Ronaldo angegangen wurde, hat sich meist jemand auf Instagram geäußert, seine Schwester zum Beispiel oder seine Mama, und haben ihn verteidigt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe gar nicht, was mit diesem Pressesprecher hier abging. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, er hat sich dann zwar entschuldigt dafür und das, was er da geschrieben hat, wieder gelöscht. Er hat gesagt, ich möchte mich bei Ronaldo und seiner Familie entschuldigen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ich Sie wegen der Beiträge, die ich nach einer historischen Nacht gepostet habe, nicht respektiere, ich habe die Demut zuzugeben, dass ich überreagiert habe. Ja, das ist ja schon mal erstmal ganz gut, dass er das Ganze einsieht. Ich weiß nicht, ich verstehe wirklich, wenn man so der Underdog ist und gewinnt, dass die Emotionen voll mit einem durchgehen, aber hier irgendwie Juve als Diebe zu beleidigen und Ronaldo als Zitat Schwein, so, das muss wirklich nicht sein, das ist wirklich unter der Gürtellinie. Und gerade jemand, der Pressesprecher ist, sollte das eigentlich wissen, also, dass er das eben nicht machen darf. Gut, er hat es eingesehen, ich weiß nicht, ob Ronaldo ihm da verzeiht. Auf jeden Fall sagt die Schwester von Ronaldo noch dazu: Wasch dir den Mund, um zu sprechen, in diesem und tausend weiteren Leben. Hier wird einem Unwissenden und eindeutig Gestörten Vorrang gegeben. Porto, es ist nicht eure Schuld. Er repräsentiert den Verein in keinster Weise, sagte die Schwester von Cristiano Ronaldo. Ja, da sind wohl Emotionen ordentlich hochgekocht. Ja, finde ich, wie gesagt, schade. Ich meine, Ronaldo ist auch noch portugiesischer Nationalspieler zusätzlich. Warum man da von Seiten Portos oder von Seiten des Pressesprechers da so irgendwie, gegen ihn schießen musste. Naja, was seid ihr, eure Meinung? Gerne in die Kommentare. Ich bin der Meinung, Ronaldo sollte zu Paris gehen. Klickt in die Mitte, um da meine Meinung mal richtig zu hören, Freunde. Wir sehen uns später wieder, und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.